Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Ich muss die Maus wechseln. Keck. Wir hatten. Weiß ich schon gar nicht mehr. Es ist ein Tag vorbei und schon habe ich vergessen, was war. Ach ja, genau, eine Mission. Ja. Das hat sich ja nicht so gut ausgewirkt hier. Und ja, wir scannen einfach mal weiter. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Sehr schön, ich möchte gleich noch einen Satellit. Der war in der Gießerei, ne? Hä? Satellit. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Ja, okay, lass mich hier ran. Satelliten starten. Ich würde sagen, Frankreich. Zwei verfügbar. Oh, lol, ich kann noch zwei Stück setzen. Oh, lul. Dann würde ich definitiv Mexiko einsetzen. Aber es gibt aber nur 50. Hier gibt es nur 80. Ja, gut, gibt halt mehr, aber. Lieber habe ich das Geld safe als. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. USA und Mexiko. Ich muss. Hangar, Schiffsliste. Eisendreck. Was gehört denn das? Das ist Nordamerika? Abfangjäger. Was will ich mit Abfangjäger? Das ist natürlich. Den transferieren wir mal nach Nordamerika. Und das könnte ich mir theoretisch leisten. Asien und Afrika. Ja, rip me. Und Asien könnte ich auch mal echt. Weil da habe ich. Ja. Kann man mal machen? Fragezeichen. Wir lassen das jetzt erstmal so. Die Anfrage von Nordamerika können wir leider nicht machen. Ach man. Tschüss. Tschüss. Möchte wieder. Meine Einheiten, die richtige Truppe. Weil wäre vielleicht nicht verkehrt, andere mitzunehmen. Hier, Vega, du kannst mich mal. Du warst die letzten paar Mal nicht so gut. Den Sniper will ich ein bisschen noch hoch trainieren, falls sie wieder ausfällt. Weil ohne Sniper ist es halt echt kacke. Und du brauchst auch noch einen Scope. Weil erstmal brauchst du mehr Leben. Deswegen behältst du noch die Nanofaserweste. Ich könnte mal noch für sie auch eine Titanrüstung machen. Dafür habe ich das Geld. Baue und kaufe Gegenstände. Eine Titanrüstung. Einmal herstellen. Dann gehen wir auf die Mission. Theoretisch könnte ich noch zwei herstellen, aber ich warte lieber mal ab. Ob ich vielleicht noch für irgendwas anderes Geld benötige. Gut, du hast es dir redlich verdient, die neue Titanrüstung zu tragen. Sie ist ziemlich Schneechaos da drin. Und ja. Langsam wird's mit dem Team. Es wird langsam immer stärker und stärker und stärker und stärker. Na gut, ist viel stärker jetzt. Aber egal. Einsatz starten. Nicht laut. Überhaupt nicht laut. Guck mal, kaum haben wir einen Satellit hingestellt, ja. Strike One, bereit machen zur Landung. Bitte keine Zivilisten. Mexiko ist das Ziel der nächsten Mission. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Okay. Uah. Also ich, diese Zivilisten-Retten-Mission, ich mag die irgendwie gar nicht.
Huissalle. Ich habe das Handy schon wieder nicht aufs Bett gelegt. Los! Vorwärts! Ja! Okay, ich sehe schon mal sehr viele auf dem Dach. Wie komme ich aufs Dach? Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Es sind Zivilisten vor Ort. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Da steht schon mal einer. Den kann ich direkt schon mal retten. Aber bevor ich das mache, speichere ich erstmal. Diesmal habe ich es nicht vergessen, am Anfang der Mission zu speichern, vorm ersten Zug. Wells, du rennst mal nach vorne. Los, lauf zum Schiff. Selbst den ersten deckst nichts auf, das ist gut. Also keine Gegner aufgedeckt. Ja, das Problem ist, wie komme ich aufs Dach? Da hinten ist eine Leiter, sehe ich. Hier ist eine Leiter und hier ist eine Leiter. Ich muss definitiv aufs Dach. Also, Schnippi-Frau, du gehst Richtung Dach. War schon mal schlecht. Weil sie wird jetzt ziemlich schnell flankiert. Da mache ich einmal den Zug zu weit nach vorne. RIP. Das ist jetzt ziemlich echt. Aber vielleicht gehen sie auch priorisiert auf die Zivilisten. Wäre gut. Du musst definitiv dann das Smoke hinwerfen. Einfach zum Sichern, weil gefällt mir nicht. Machen wir direkt mal safe. So. Du gehst dahin. Und du, stimmt, ich könnte ja beide Sniper oben aufs Dach bringen. Der Gegner ist ja aufgedeckt, aber sie kann nicht schießen. Ja, wenn ich sie beide auf dem Dach hätte, wäre es halt echt genial. So. Vielleicht kann ich sie ja ein bisschen bedrohen, aber ich glaube nicht, dass sie so weit nach vorne kommen werden. Komm, schieß auf die Zivilisten. Wollte schon sagen, what happened? Ich muss jetzt, wie mache ich das jetzt am besten? Du hast immer noch keinen Sicht. Jetzt so Sturm und Schuss käme ich nicht hinter Deckung, das gefällt mir auch nicht. Klingt nicht gut an, muss ich ganz ehrlich gestehen. Prozent. Fett flankiert, finde ich gut. Feuer. Justiere Zielvorrichtung. This is bad. This is so bad. Komm. Bis zurück. Hilft ja alles nix. Den nicht sieht, den würde sogar ich sehen. Holy shit. Draußen ist wieder ein bisschen viel Lärm. Es ist echt beschissen. Ein Kratz. Boah, hat die auch so viel. Boah, ist das geil. Ich könnte hier hingehen und versuchen Sturm und... Ja, doch, komm, Sturm und Schuss. Weil das Auto brennt. Dann sollte ich vielleicht eher dahin gehen. Ja, gut. Nice. So.
So, und du legst jetzt einen nach. Hab ich gehört. So, und Schuss. Dahin. Das ist natürlich keine Sicht, aber dann gehst du halt Feldposten. Warum siehst du die nicht? Bitch, please. Ja, jetzt. Holst du halt die Pistole raus. Hast du keinen mehr in Sicht. Ja, okay. Weg. Du heizt sie mal hoch. Du bist gleich wieder im Gefecht. Weil sie hat zu wenig Leben. Ich muss für meine Schnipperfrau auch dringend eine Titanrüstung machen. Okay, Auto Nummer 1 ist RIP. Huch, das hat auch gebrannt. Okay, der kann auf jeden Fall nicht mehr schießen. Das ist schlecht. X-Rays kommen von der Seite. Damn, die einfach so? Okay. Du hast noch eine Rechnung mit ihm offen, ne? Okay, den haben wir schon mal weg. Sehr schön, den kannst du nochmal schießen. Dann versuchen wir noch einen Crit auf den. Okay. Hat die jetzt ernsthaft das Auto angezündet? Ich wollte schon sagen, ey. Den kriege ich nicht. Den könnte ich vielleicht in die Nähe kommen. Nein, komme ich nicht. Granate ist zu riskant. Die sieht den immer noch nicht. Warum habe ich die nochmal mitgenommen? Meine Fräse. So, flankiert. Come on. Piu, piu, piu. Alter, wollt ihr mich eigentlich alle fett verarschen? Danke. Ist nicht euer scheiß Ernst, ey. Vielleicht treffe ich ihn mit einer Granate, ohne dass ich es... Doch, ich treffe das Auto. Das ist schlecht. Ich komme auch jetzt nicht an den Zivilisten ran. Mit der Pistole werde ich den wahrscheinlich eher weniger treffen. Beziehungsweise, ich werde ihn wahrscheinlich nicht mal sehen. Nee, natürlich nicht. Die Mission gefällt mir gar nicht. Gerade. Absolut gar nicht. Vielleicht kriege ich die mit der Pistole. Nö, auch nicht. Hm. Ich will halt nicht das Auto treffen, aber... Nee, kann ich nicht machen. Vielleicht bewegt er sich ja. Und ich krieg dann einen schönen Schuss raus. Wir treten den Rückzug an. Nö, natürlich nicht. Ach, die Zivilisten bewegen sich auch. Also ich käme an ihn ran. Siehst du ihn jetzt wenigstens? Du hast doch hier Truppsicht. Warum siehst du den nicht? Ist nicht euer scheiß fucking Ernst. Hinten rum. Alter. Spiel tiltet gerade. Ich die Granate da hinten dran geworfen ohne. Boah, die Kamera. Boah, die Kamera. Alter. Das könnte funktionieren. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn treffe. Egal, wir werfen einfach mal. Natürlich habe ich das Auto getroffen. Dann rennen wir hier hin. X-Rays gesichtet.
Die Mission muss ich wahrscheinlich nochmal neu machen. Die muss ich wahrscheinlich nochmal neu machen. Lass mich überlegen. Lass mich ganz kurz überlegen. Wenn ich den jetzt hier anschieße, kommt er in meine Richtung. Ich muss hier viel. Alter, die steht hier wie dieses gefundenes Fressen. Ich muss. Oh Gott. Wie viele habe ich noch frei? Sie hat natürlich keine Sicht. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Ich könnte zwei Stück retten. Okay. Ich muss ihn irgendwie hier hinkriegen. Dann wäre es ja sinnvoll, wenn ich zuerst mit ihr schieße. Oh, hoffentlich trifft sie auch. Das ist schon mal gut. Jetzt kommt er in meine Richtung. Komm, put. Genau. Jetzt schieße ich mit dem ab. Hoffentlich triffst du auch. Sehr schön. Jetzt kommt er nochmal in meine Richtung. Näher an ihn ran. Und jetzt sollte er eigentlich im Schussfeld von Camille sein. Habe ich recht? Nein, das ist schlecht. Shit. Das ist schlecht. Weil ich werde wahrscheinlich mit der Pistole mal treffen können. Oder auch nicht. Shit. Nur noch sie hier. Und sie wird definitiv ihn nicht töten, oder? Nein, 7 Schaden. Das ist eine High Roll von der Waffe. Oh, sie verfehlt. Fuck me. Naja, schauen wir mal, was passiert. Oh Gott. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich definitiv ein Problem. Okay, macht Ruf des Blutes. Es ist nicht so gut. Okay. Ah, also, jetzt habe ich die Lösung endlich mal gefunden. Ich kriege nur direkt in unmittelbarer Nähe Schaden. Nicht irgendwie, wenn ich ein Feld zwischen Auto und mir frei habe. Dann ist okay. Gut zu wissen. Natürlich hat er einen Schlag in die Fresse gekriegt. Was auch sonst. Ja, wollte schon sagen, wenn er nicht mindestens 100% Trefferchance hat, Gefällt mir nicht. Alter, das ist absolut gar nicht geil gerade. Wo ist die Gutzmann? Die steht da hinten irgendwo drum rum. Ja, wow. Den sieht sie jetzt natürlich. Aber 7 Schaden, das ist absolute High Roll. Okay, jetzt habe ich definitiv ein Problem. Wie mache ich das am dümmsten? Sie hat 3 Stück in Reichweite. Aber eine Granate da vorne reinzufeuern wäre schon mal eine Option, aber das, nee. Dann treffe ich wahrscheinlich auch oben die auf dem Dach. Die ist natürlich flankiert von denen. 100%. Den kriegt sie wahrscheinlich tot. Dann habe ich aber nochmal noch die zwei hier. Dann steht sie offen. Das ist schlecht. Puh. Das ist eine verdammt schlechte Situation gerade für mich. Ich könnte aber auch. Warte mal, lass mich mal ganz kurz überlegen. Wo ist Wells? Der ist hier. Wie weit kämst du denn nach vorne? Nicht weit genug. So, wenn ich den hier hinstellen würde, mit Sturm und Schuss, und ich würde ihn hier treffen und töten, bestenfalls natürlich, wäre es genial. Das wäre gut. Den könnte ich mit der Schnipperfrau killen. Weil er muss da weg. Sein Zug wird wahrscheinlich ausfallen.
Und sie könnte ich. Oh, das ist echt verdammt scheiße, Mann. Also mit ihr könnte ich. Also müsste ich. Erstens mal müsste ich treffen und zweitens mal müsste es ein Grit sein. Und dann würde sie offen stehen. Dann muss ich den da drin töten. Gegebenenfalls auch mit ihm noch. Dann muss ich das Risiko eingehen, dass er. Ja gut, nee, wenn er umfällt, muss ich, lade ich ja. Also, hier wird keiner verrecken. Im zweiten Teil, sowieso noch weniger, denn da habe ich ein bisschen was vor. So, also, gut, ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Im schlimmsten Fall muss ich laden, müsste ich so oder so, weil irgendwas wird wahrscheinlich sterben. Natürlich verfehlt sie. Weißt du, einmal in deinem scheiß Leben ist es wichtig zu treffen und dann triffst du nicht. So, das haben wir schon mal verkackt. Das ist schlecht. Und war sowieso der Einzige, den sie in Schussreichweite hat. 8 Schaden. Er hat 7 Leben. Wir probieren erstmal mit ihm hier. Sturm und Schuss. Stellen uns hier hin. Hoffentlich treffe ich den jetzt mit Doppelschuss 2-mal. Oh, are you fucking serious, man? Oh, das ist schlecht. Das Spiel mag mich gerade nicht. Es mag mich absolut nicht mehr. Oh ne, ich kann keinen Doppelschuss machen, weil ich keine Munition mehr dran habe. Okay, es hat aber gereicht. Oh, es war ein Crit. Nice. Okay, der ist schon mal weg. Er muss den jetzt anschießen. Du stellst... Hier war, glaube ich, keiner mehr, ne? Hoffen wir es einfach mal. Du stellst dich da bitte hin. 8 Schaden. Du musst nur 7 machen. Sehr schön. Habe ihn weggef... So, jetzt haben wir noch das Problem hier hinten. Den hinteren würde ich wahrscheinlich... Oh. Wenn ich den treffe, wäre er wahrscheinlich tot. Er... Ich denke nicht, dass er zum Angriff kommen wird, wenn er läuft. Erhöhen die Stimulanzien auch... Hallo, darf ich nicht anklicken? Danke. Info. Wo sehe ich das? Kann ich das irgendwo... Nein, kann ich natürlich nicht... Achso, sehe ich doch hier, ne? Erhöhe die Willenskraft und verringert den erlittenen Schaden. Sie hat nur den Berserker in Reichweite. Vielleicht kriege ich sie auch noch so hingestellt, dass ich den treffe. Probieren wir erstmal, ihn zu treffen. Dann bewegen kann ich sie nicht, dann kann sie nicht mehr angreifen. Sauber. Sauberer Schuss. Wirklich top. Doppelte Portion bringt mir leider nichts. Den schieße ich jetzt nicht an, weil wäre ich ja ziemlich, dämlich. Die Frage ist, wenn ich jetzt einen Feldposten gehe, er läuft, sie schießt und trifft ihn, läuft er dann weiter? Weiß ich nicht. Ich probiere es aus. Vielleicht greift er aber auch einen Zivilist an. Jetzt ist die Frage, läuft er weiter? Weil wenn die ja Schaden kriegen, laufen sie ja normalerweise ein Stück. Er kommt sogar in Reichweite. Okay, der kann schon mal nicht schießen. Jetzt ist halt die Frage, hat die Reichweite wirklich gereicht zum Attentat? Der hat gerempelt, ne? Ja, sie muss jetzt laufen. Aber da hinten war ja auch ein Gegner. Oh shit, Mann. Ach ja, stimmt, die muss ja nachladen. Ich hab das gerade verwechselt mit dem. Warte mal.
Was ging gerade mit dem Gewehr ab? Holy shit. Okay. Du bist echt so sinnbefreit. Holy shit, schieb ich auf die alten Hatred, ey. Okay. Ja. Camille, meine Gute, du hast echt ein Problem. Da würde ich das... Wow. Also den zu verfehlen, wenn er genau vor ihm steht, ist schon echt hart. So, also wir wissen, hier hinten ist noch ein Gegner. Ich weiß nicht, wo genau er ist, aber hier ist einer. Ich habe noch 3 Züge frei. Er muss nachladen. Aber er wird definitiv nochmal in Reichweite kommen, einzuschlagen. Es sei denn, ich laufe selber weit weg. Kämpfst du in das Auto? Du kämpfst in das Auto und könntest Camille heilen. So, dann würde ich sagen, tun wir das doch einfach mal. Camille, du läufst schön hier hin. Wirst dann von ihm schön verarztet. Eigentlich müssten sie sich beide selber heilen. Du heilst sie. Oh. Das ist scheißegal. Und du? Ja, geil. Du kriegst natürlich ihn jetzt nicht geheilt. Du stellst dich... Wenn er jetzt wieder so ein... Wenn er jetzt nochmal rempelt, ne? Hab ich... Ich kotzen. Du stellst dich dahin. Die Mission, die ist genauso schlecht wie die... Warum kriegt der eigentlich keinen Schaden durch die Explosion? Ich sehe den da hinten nicht. Das ist doof. Oh, shit. Gut, dass ich sie geheilt habe. Dann weiter weglaufen hätte ich sowieso nicht machen können. Jetzt muss der... Oh, du musst nachladen. Was nur für eine Pistole? Hast du eine normale oder eine... Was ist eine normale? Ja, RIP. Der muss jetzt weg. Der muss weg. 71%. Come on, man. You have to be kidding me, right? Okay, Best Case 8 Damage. 0 Damage. Wie sieht's mit der Pistole aus? 100%. Hier, es sind 12 Damage. Er hat 13 Leben. Das ist schlecht. Kommst du ran? Du würdest... Wahrscheinlich nicht ran. Wie sieht's mit dir aus? Natürlich. Sie keinen in Sicht. Ich könnte vielleicht sogar mit ihm angreifen. Ja, das sieht gut aus. 69. Muss ich. Nice. Das ist schon mal gut. Lauf ruhig von denen weg. Ja, ja, sehr schön machst du das. Sehr schön machst du das. Hier, kriegst du als Geschenk. Tschüss. So. Situation normalisiert. Heil ist angesagt. Holy shit. Da habe ich ja Glück im Unglück gehabt, So. Du da drinne. Ich sehe den Gegner da hinten natürlich nicht. Die auf dem Dach sind eigentlich relativ safe. Da drinne wird auf jeden Fall noch einer. Sie wird wahrscheinlich sterben. Wir retten den hier mal noch. Dass ich wenigstens ein bisschen was gerettet habe. Ja, Camille, das ist halt jetzt ein bisschen doof. Du wirst das Ding wahrscheinlich nicht allzu weit werfen können, ne? Nee. Und wenn ich dich hier hin bewege, wie sieht's dann aus? Kommst du da ein bisschen weiter nach vorne? Diese Kamera ist teilweise echt... Ist eher mehr der Feind als der Freund. Wir werfen einfach mal hin vielleicht. Aha, guck mal da. Okay. Ja, den hat sie jetzt natürlich in sich. Weißt du, durchs Gebäude sieht sie ihn natürlich. Aber wenn einer hinter einem Auto in deiner Scheibe ist, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Alter Schwede, schieß wenigstens und triff. Ah, hier sind ja auch noch.
Das war deine einzige Chance, das wieder gut zu machen, wenn du ihn jetzt triffst. Okay, er kann aber nicht schießen, weil er gerade gelaufen ist, zweimal. Nice. Sollte aber eigentlich wieder hinter einer Deckung sein. Okay, gut, sie sind nur in Fight getriggert worden. So, also. Gut, die Folge geht jetzt auch wieder ein bisschen zu lange. Wir werden das ganze Problem hier in der nächsten Folge lösen. Und ich würde sagen, bis dahin. Tschüss.